Freund aus der Region Hannover. Ja, Leute, es ist Teil 5, ich weiß. Aber ich will das anders machen heute. Ich habe ihn bereits getopft. Das ist ein Zweifachstamm, ein Stamm, aus dessen Wurzel hier dieser kleinere irgendwann gewachsen ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin nicht ganz unschuldig daran. Die wachsen ja sehr, sehr schnell. Ich habe ihn wahrscheinlich dahin gebracht, dass er sagt, okay, die Wurzel soll auch ein bisschen was tun. Und jetzt ist das eine Riesenwurzel hier unten drin, aber auch ganz viele Feinwurzeln, richtig toller Ballen. Ist alles verpackt und verarbeitet, weil ich etwas anderes vorhabe. Heute möchte ich diesen Stamm oben noch ein wenig mehr verjüngen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich möchte ihn verjüngen. Das werde ich mit zwei Keilschnitten machen, die ich mit der Akkusäge mache. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Dabei will ich den Kallus, den diese Äste gebildet haben, nutzen. Hier und auf der gegenüberliegenden Seite einen tiefen Keilschnitt hineinmachen und über Kreuz nochmal einen tiefen Keilschnitt. Und wenn das funktioniert, dann zeige ich euch genauer, was ich vorhabe. Jetzt brauche ich jedenfalls erstmal die Feldkuhschere, denn... So, Freunde, das ist der Punkt der Begierde. Da oben ist es schon schwarz. Und hier möchte ich diesen Stamm, der oben ziemlich gerade verläuft, ein bisschen, ja, sich verjüngen lassen. Wir haben da Kallus. Ich weiß nicht, ob die Kamera sich entsprechend einstellt, aber es ist zu sehen, ne? Ja, es ist gut. Kallus ist da, den ich nutzen möchte, aber seht selbst. Auf jeden Fall wird mir dieser Ast im Wege stehen. Ob ich den irgendwann überhaupt noch behalte, ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht, weil er schon relativ dick ist. Ich sehe jetzt auch gerade, etwas anderes hat sich noch ergeben. In den letzten Tagen sind die Temperaturen ja ziemlich hoch. Die Schnittstelle ist feucht. Das heißt, die Ahorne beginnen zu treiben. Die haben auch grüne Spitzen, jeder Ast für sich. So, ich brauche jetzt eine Schneise für die Säge. So, eine Schneise für die Säge heißt, ich muss Äste entfernen, die jetzt dafür im Weg stehen. Ihr seht, da ist uns der Spaten ausgerutscht beim Ausgraben. Das macht dem Campestre aber nichts. Und jetzt will ich gucken, ob ich überhaupt zwei Schnitte da reinkriege. Auf jeden Fall muss hier ein bisschen was ausgelichtet werden. Das ist jetzt so etwas untypisch für ein Ahorn. Der hat tatsächlich oben schon angefangen, einen Kallus zu bilden. Und zwar direkt an der Schnittstelle. Jetzt haben wir hier zwei übereinanderliegende Äste. Davon brauchen wir eigentlich nur einen. Und dann nehme ich den oberen, der irgendwann mal die Stammführung übernehmen soll. Wenn er alles überlebt, natürlich. Den hier, der geht auf den anderen Stamm zu. Den brauche ich erstmal nicht. Hier sind ja Knospen genug dran. So. Und damit hätten wir die Vorbereitungen hier schon mal gemacht. Ich nehme den noch mal ein bisschen weiter zurück, denn ich bin sicher, dass der sonst in Mitleidenschaft gezogen wird. Und nehme auch gleich den noch ein bisschen weiter zurück. Immer auf die zurückliegenden Knospen. Und den hier auch noch. Und den hier auch noch. Und ich lasse immer ein kleines Stückchen stehen. Ihr wisst ja, es ist ein Ahorn. Jetzt beginne ich mit dem ersten Schnitt. Ich hoffe, das funktioniert so. Thank you.
Schrägschnitt wäre schon mal drin. Durchgeschüttelt hier. Das Substrat fliegt raus. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich habe extra weniger Substrat hingelassen, weil ich damit gerechnet habe. Und wollte zum Schluss noch auffüllen. Okay, es wackelt natürlich ordentlich. Naja, schauen wir mal. Ich glaube, jetzt wird schon ein bisschen deutlicher, was ich vorhabe. Das hier nämlich. Das ist der Keil, den ich rausgeschnitten habe. Ihr seht vielleicht die alte Schnittstelle hier im Vergleich zur frischen. Bis dahin ist er doch noch ins Innere zurückgestorben. Das ist auch das, was wir ja bei dem anderen schon gesehen haben. Wenn man schneidet, passiert das bei Ahornen. Okay, jetzt werde ich da keinen zweiten Keilschnitt machen, sondern werde diese beiden irgendwie aufeinander zudrücken. Dazu brauche ich jedoch noch ein bisschen mehr Spielraum da drin. Bewegen sich noch nicht sonderlich. Ja nicht immer die Handkraft sein, die die beiden aufeinander zu wachsen lassen sollen. Ich habe mir da was überlegt. Etwas überlegt, was ich mit einer anderen Methode schon mal gemacht habe. Ich habe hier nämlich ein Stück Plastik. Dieses Plastik zerschneide ich jetzt mal. Das ist jetzt, naja, ich würde sagen, eine Form von Baumschutz, die ich hier anbringen möchte. Es gibt aber auch ja möglicherweise noch störende Äste. Ich muss mal gucken, ob der Ring drum passt. Ja, passt drum, das ist schon korrekt. Allerdings steht hier unten noch dieser Ast hier. Ich glaube, den nehme ich vorläufig erstmal weg. Schon damit ich da ein bisschen Kraft kriege. So, ich glaube, ich muss eben mit dem Staubsauger dabei und das Sägemehl da oben rausholen, damit das nicht in dem Schnitt eingebettet wird. Die Frage ist, wie lange macht er das mit oder was macht er überhaupt mit dann? Gut, wir werden es erleben. Okay, Freunde, der Staubsauger war aktiv. Ich
habe den Fokus mal ein bisschen mehr in Richtung Baum gelenkt. Ich habe hier einen Draht. Das ist ein 2,5 mm Draht. Der ist natürlich für so einen dicken Stamm schon relativ dünn. Deshalb brauche ich mit Sicherheit mehrere Windungen, aber um den hier richtig umlegen zu können, brauche ich auch eine Stütze, in die er nicht einwächst. Der Draht nicht einwächst. So. Hier mache ich erst einmal weit oben eine Schlinge. Und jetzt kommt es drauf an, wie reagiert der Baum? Lässt er sich festziehen? Lässt er sich aufeinander zubewegen? Muss man ein bisschen hochschieben, glaube ich. Falls möglich. Ja, es ist einiges möglich, hoffentlich ist das möglich, was ich mir vorgestellt habe. Wenn nicht, dann wisst ihr zumindest, was nicht geht. Man sieht so viele gesplittete Stämme. So komme ich dem nicht näher. Aber wozu hat man eine Schraubzwinge? Und dann fixieren mit Draht. Das ist vielleicht die nächste Möglichkeit. Es ist jetzt minimal aufeinander zu, aber noch nicht das Gewünschte, was ich mir vorstelle. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es hier oben noch einmal ein bisschen freundlicher ist, was das Nachgeben angeht. Das mache ich dann ohne Manschette. Und nur einmal, weil da oben die eine Seite ist im Grunde schon zurückgeschoben. Ja, zurückgestorben. Und die bewegt sich jetzt auf den anderen Stamm zu. Aber mehr tut sie nicht. Also geht es wohl doch nicht ohne Schraubzwinge. So, da ist sie denn. Die nehmen wir von innen dran. Der normale Bauzeitdraht, der gibt nämlich schon auf. Der lässt sich jetzt nicht weiter anziehen. Manchmal braucht man wirklich noch eine dritte Hand. Jetzt nehme ich den unteren Draht nochmal ab. Wisst ihr, so knackt er dann. Er kann das nicht ab. Das, was ich da zusammen versucht habe zu drücken. Und es springt ein Stück wieder auf. Also war das noch nicht die richtige Lösung. Ich will dich da innen haben, aber ich brauche den kleineren Ast dazwischen nicht. Den nehmen wir auch noch weg. Jawohl. Dann legen wir dich hier auf.
So hält es auch nicht. Sollte ich die ganzen Drähte nochmal wieder aufmachen müssen? Ich werde es einfach tun und unten weiter ansetzen. Denn letztlich ist die Kraft einer Schraubzwinge ja doch deutlich mehr als das, was meine Arme noch zu leisten vermögen. Aber natürlich möchte ich sehen, dass die Manschette irgendwie drum bleibt. Ich spare mir da noch ein Stückchen aus. Wo der Ast dann hinein kann. Und rückt das ganze Ding auch ein bisschen näher nach oben. Aber es ist rutschig. Da tun wir auch noch so. Schneiden wir auch noch so auf. Einmal da, einmal da. Dann überlappen der beiden Enden. Und dann gucken wir mal. Ich setze mich dazu wieder. Irgendwie muss ich das doch fixieren können hier. Am besten. Droht wieder abzurutschen. Dazu ihr werdet es nicht glauben, es ist mir fast gelungen. Ja, aber nur fast. Ich muss nochmal ansetzen. Von vorne. Jetzt ist die Frage, riskiere ich das auf dem Holz direkt? Weil das Plastik ist natürlich rutschig. Ich riskiere es. Eigentlich drückt das ja nur zusammen und der Fuß. Der Schraubzwinge dreht sich ja nicht mit ein. Ach, Leute, ich fange an zu schwitzen. Ich habe gesehen, dass es geht. Ich war jetzt kurz davor. Aber wie bei vielen Dingen im Leben ist es so, man braucht einfach mehrere Anläufe. Hier ist es schon wieder, geht es schon wieder aus dem Ruder. So habe ich einen besseren Druckpunkt vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern ich glaube. Oh, er springt wieder raus. Leck mir an die Füße. Ein bisschen mehr drauf. Yeah.
kann nur sagen, pst. Jetzt kommt der Punkt, wo ich denke, dass es nötig ist, nämlich einen Draht anlegen und den mit der Schraubzwinge einfach immer näher dahin bringen, weil die Schraubzwinge wird irgendwann wieder abgleiten. Erst recht, wenn ich sie nach draußen, den Baum nach draußen bringe. Das ist viel zu lang. Nehmen wir ab. Ich glaub's gar nicht, Freunde. Wenn ihr jetzt die Silhouette seht, es deutlich verjüngter. Und das war ja zunächst mal der Sinn der Sache. Jetzt habe ich hier, weil die Schnittstellen nur bis zum bestimmten Punkt aufeinander passen, natürlich Bienenwachs bereitstehen. Und damit fülle ich den Spalt, damit da nicht Feuchtigkeit reinfließt. Und mit dem Pinsel komme ich da gut rein. Und an den Seiten verschließe ich auch das, was ich sehe. Wenn hier Kallus wächst, dann sollte der ausreichen, um den Stamm irgendwann zu schützen, zu schließen, was auch immer. Und das übertreibe ich jetzt ruhig mal ein bisschen. Na, was heißt ein bisschen viel. Da kommt jetzt ordentlich Wachs drauf. Und wie sich das dann weiterentwickelt, naja, das sehen wir im Laufe der Saison. So Leute, das war jetzt eine Idee, die ich hatte. Ich werde die noch ein bisschen ausklamüsern, weil es gibt ja noch mehrere dicke Stämme, die irgendwie stumpf auslaufen. Hier habe ich auf jeden Fall eines gemacht. Auch den Kallus versorgt, der sich schon gebildet hatte bei dem oberen Ast hier oben. Der Kallus, der ist ja angeschnitten jetzt. Und in der Regel neigt er dann dazu, sich weiter zu verbreiten, wenn er ein bisschen verletzt ist, wieder verletzt ist. Hey, es läuft schon voll, das heißt, da läuft schon wieder was raus. Sehr gut. Die Seiten verschließen. Da ist erstmal dann eine Weile gar nichts mehr von zu sehen. Aber wir werden das sehen, was sich dann im Laufe der Saison dort ergibt. Da ist auch alles verschlossen, ja. Und wenn das so verschlossen ist, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass beide Seiten mit Kallus aufeinander zuwachsen. Auch wenn noch eine Lücke drin ist. Aber das kriege ich jetzt im Moment nicht anders geregelt. Versuche noch einmal, den Draht ein bisschen enger zu machen. Noch ist der Wachs oder das Wachs noch nicht ganz fest. Ja, das ist ein Millimeter ist noch gekommen. Ich weiß nicht, ob es dann am Ende ausreicht, ob das zusammenwächst. Aber ich denke, das war das Experiment wert. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu lange aufgehalten von irgendwas. Hier haben wir noch den Ratsch vom Spaten, wo ich jetzt sowieso gerade den Wachs hier habe, das Wachs hier habe.
das auch gleich mit drauf. Und was Vorderseite, Rückseite oder was weiß ich auch immer sein wird. Leute, diese Diskussion führen wir, naja, 2 Jahren. Vielleicht in 2 Jahren. Jetzt mache ich die andere Sache noch zu, was ich jetzt frisch geschnitten hatte und was bei der Bergung passiert ist. Das ist so genial mit dem Wachs. Das Wachs, dem Wachs, passt. Alles gut. Wobei, ich sehe gerade, hier ist das eigentlich Blödsinn, was ich hier mache. Denn so ein Ast, der kann weg. Und der kann deutlich kürzer, weil der auch noch ein paar Knospen mehr aufweist. Ich glaube, dann haben wir das alles in einem Griff gemacht, in einem Beritt. Die Wurzeln haben nicht so viel zu versorgen. Und vielleicht nimmt es mir auch nicht ganz übel, was ich hier heute veranstaltet habe. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Wir sehen das dann im Frühjahr, was hier passiert. Aber spätestens im Herbst, was der Stamm jetzt dazu sagt, dass er enger zusammenwachsen soll. Ich mache damit jetzt noch eine Runde auf den Teller, beziehungsweise hole erstmal noch etwas Substrat, denn auch der Staubsauger hat noch einiges geschluckt. So Leute, während ich im Nebenzimmer war, um Substrat zu holen, ist die Schraubzwinge runtergefallen. Aber die erste stand noch relativ nah beieinander und der Draht hatte nicht nachgegeben, jetzt hatte eine zweite Drahtschlinge. Und ich überlege jetzt, ob ich das nicht, weil ich da reingucken kann, das ist kaum ein Zentimeter, ob ich das nicht einfach jetzt mit Wachs vollständig ausfülle. Und ich glaube, genau das mache ich. Dann säubere ich den Draht, das Draht, aus, die Enden aus. Es ist erstaunlich, dass das Draht jetzt hält. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob ich das gießen kann, denn dann wäre das natürlich auch nicht schlecht. Nee, macht keinen Sinn. Das läuft am Stamm entlang. Gut, dass es im Substrat nichts ausmacht. Es ist gefüllt. Leute, es ist gefüllt. Ich mache mir da jetzt keine großen Gedanken mehr. Ist alles zu. Wachs ist kein Hindernis für einen Arsa Campestre. Es ist ja auch besser, wenn der Draht alleine das hält. Das Draht, das hält, ist das in Ordnung. So, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, dass der Duden ja was anderes sagt als der Draht, sondern das Draht. Okay. Ähnlich wie das Kind, das mich heute in der Schule so aufgeregt hat. Ich weiß ja, dass die Eltern sowas nicht gucken. Deshalb kann ich das auch mal sagen. Allerdings nenne ich auch keinen Namen, das ist schon mal klar. Kann ich dich denn noch ein bisschen bewegen? Ja? Nicht ohne den Ast zu gefährden. Er kennt sich mit Wachs aus. Das ist unangenehm, wenn das über die Hand läuft, aber es verbrennt dich nicht. Und deshalb macht es mit Sicherheit einem Fälte-Ahorn schon mal gar nichts aus. So, das Ergebnis, wie gesagt, im Herbst. Eventuell gibt es das Gleiche dann nochmal im Frühjahr. Und noch was anderes ist mir aufgefallen. Ich habe darüber gesprochen.
aber es nicht ausgeführt beim Anfang. Ich will hier keine besonders dominanten Äste haben. Und da haben wir einen dicken Ast, der mir am Anfang schon so ein bisschen, ja, unangenehm war, kann man nicht sagen, aber den ich nicht, ja, nicht sehr, sehr ästhetisch finde, weil er schon dicker ist als, wow, als der Zweitstamm fast oder sehr nah dran und plump aussieht deswegen. Und das ist der hier. Den nehme ich dann doch ab. Das hier nennt sich Astkragen, was ihr hier seht. Diese Runde hier, rund um den Ast. Und das ist beim Acer bei allen eigentlich der Punkt, aus dem neue Knospen treiben. Deshalb nehme ich den raus. Am Astkragen. Brauche dafür vielleicht meine große Schere. So, meine Große, jetzt darfst du mal wieder. Ich bin im Großen und Ganzen ganz zufrieden hiermit. Und ein schöner Konkavschnitt. Und damit auch wieder was zum Füllen mit Wachs. Oh, so schnell ist der Pinsel schon wieder fest. Aber kriegen wir hin. Ich merke allerdings auch jetzt, dass hier oben ist das auch ein bisschen schmaler, wenn man das Wachs abzieht vom Blick, ist das durch den ausgeschnittenen Keil auch schon ein bisschen schmaler geworden. Das heißt, von beiden Seiten, ohne einen zweiten Schnitt. Möglicherweise brauchen wir später nochmal einen, will ich nicht in Frage stellen, aber im Augenblick bin ich sehr zufrieden, wirklich sehr zufrieden. Und das mit der Schraubenzwinge, da habe ich in der Zwischenzeit noch überlegt, da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, da was zu basteln, was mir dabei helfen könnte. So, jetzt ist noch zu fragen, hier sind Knospen, da sind Knospen. Da dann erst wieder, 5 cm weiter. Da machen wir gar nicht so viel Federlesens drum. Wobei, doch, machen wir wohl. Die lassen wir dran. Denn wir brauchen ja den Saftzug nach oben, damit hier innen nichts abstirbt. Den müssen wir dran lassen. Finger weg. Schluss für heute. So Leute, das war es wieder mal. Ein völlig neuer Versuch. Was völlig Neues. Ich habe was Ähnliches schon versucht. Das mache ich auch nochmal im Sommer, weil es in den Sommer gehört. Und das hier ist selbst für mich jetzt erstmal ein Versuch. Naja, dessen Ergebnis mich überraschen wird. Ich hoffe, positiv. Okay, Freunde, das war's wieder mal. Ihr denkt an Daumen. Naja, so, 5 Abos wären heute noch ganz gut. Stand heute Morgen waren 995. Ich habe aber noch nicht nach der Schule wieder reingeguckt. Naja, im Moment läuft, glaube ich, schon wieder ein Video, was ich aufgenommen hatte. Ist es denn schon bereit? Ich wollte auch nie mehr raus jetzt. Ja, es läuft. Es läuft schon. 18 Uhr ist gewesen. Und diese Woche, glaube ich, mache ich die 18 Uhr Sendezeit voll. Und zwar jeden Tag. So glaube ich. Ich habe jetzt Mittwoch für Donnerstag. Gibt es schon eine Aufnahme? Die Mittwochsaufnahme läuft gerade. Oder die für Mittwoch läuft gerade. Für Donnerstag läuft eine. Also seht ihr diese Aufnahme dann am Freitag.
Ciao, bis zum nächsten Mal. Thank you.